vielleicht zuerst. Der erste Schritt wäre, wie können wir es schaffen, als Einrichtungen die Träger, die Kommunen mitzunehmen auf diesem digitalen Wandel, dass sie auch davon überzeugt sind, dass es sich lohnt für Einrichtungen. Die zweite Frage, die dann damit einhergeht, wir wissen ja, mittlerweile haben wir sehr relativ unterschiedliche Lebenssituationen in Deutschland, was Finanzierungen angeht. Ich habe so die Frage rausgehört, sollte es vielleicht so etwas wie eine bundesweite Aktion geben, dass zumindest ja gleiche Lebensbedingungen, gleiche Digitalisierungsbedingungen in verschiedenen Regionen möglich sind? Und die dritte Frage, die sich mit Strukturen beschäftigt, ist die Frage, gibt es denn eine Möglichkeit, ein Anreizsystem für Kursleitende zu machen? Oder wäre das sinnvoll, vielleicht auch in Richtung Herrn Tippelt? Kann man so eine Strategie besser voranbringen, wenn man sagt, ja, wenn du das in deinen Kurs einbaust, bekommst du ein anderes Honorar als jemand, der noch einen rein analogen Strickkurs macht. Also für Strickmoog gibt es mehr als für den Strickkurs, so habe ich die Frage verstanden. Ja, das war's. Das führt ja zu einer ganz neuen Spaltung. Gut, das ist ein interessanter Fragenkomplex, die Infrastruktur. Träger und Kommunen mitnehmen und wenn ja, wie? Da werden sie ja nicht die einzigen sein, die da vorstellig werden. Ich erinnere auch an Institutionen wie Bibliotheken, alle möglichen Lerninstitutionen, Schulen natürlich. Ja, Frau Dess, wo stehen Sie da? Also wenn ich das mal für meine Kommune sagen kann, dann sind wir tatsächlich in Konkurrenz zu anderen Instituten und die tun sich da leichter. Woran liegt's? Das weiß ich nicht. Ich habe auch das schon öfter von Kollegen gehört, dass Bibliotheken an dem Punkt sich viel leichter tun, hier gehört zu werden. Vielleicht auch, weil sie nicht so einen großen Umfang dann brauchen. Wir würden ja einen viel höheren technischen Aufwand erfordern. Aber ich glaube, dass man da genau das tun muss, was wir seit Jahren tun. Wir müssen regelmäßig vorstellig werden, die Weiterentwicklung in Masterplänen und Strategieplänen in unseren Kommunen diskutieren und versuchen, hier die Mittel auf Dauer zu erwirken. Mittelfristig. Es lässt sich leider, glaube ich, nicht vermeiden, dass man Volkshochschulen immer wieder vorhält, naja, im Gegensatz zur Bibliothek habt ihr ja auch mehr Möglichkeiten, woanders Geld herzukriegen. Und das wäre dann sozusagen der zweite Schritt aus meiner Sicht. Wir müssen auch diskutieren, wie unsere Landesfinanzierung oder auch die Bildungsfinanzierung durch den Bund vielleicht geändert werden muss, wenn sich die Verhältnisse in den Veranstaltungen verändern. Also im Moment werden wir nach geleisteten Unterrichtsstunden finanziert, bundesweit. Und wenn wir aber die Unterrichtseinheiten nicht mehr konkret zuordnen können oder wenn wir vielleicht die Leistung, die wir bringen, gar nicht mehr die Unterrichtseinheit ist, sondern nur die Infrastruktur, dann muss ja eine Regelung gefunden werden, wie sowas sich niederschlägt in der Finanzierung. Und da, glaube ich, müssen wir dann auch bundesweit aktiv werden und gucken, dass wir darüber diskutieren und das dann in die Länder transportieren. Wenn es Nach- oder Rückfragen an Frau Bilger gibt, herzlich ich gerne und Sie dürfen sich natürlich auch einschalten, wann immer Sie möchten, Frau Bilger. Möglicherweise fällt Ihnen zu dem einen oder anderen Punkt auch noch etwas ein. In Konkurrenz zueinander haben Sie gerade gesagt, Frau Dess, könnte man sich denn auch Kooperationen vorstellen, vielleicht auch Synergien schaffen, um bei den Träger und Kommunen ein wenig geschmeidiger aufzutreten? Also ich sage es mal so, Volkshochschulen und Bibliotheken haben ja so eine traditionelle Konkurrenz einerseits und in vielen Städten Kooperation andererseits. Also das ist ein ganz differenziertes Thema, Volkshochschulen und Bibliotheken, glaube ich, bundesweit. Und ich erlebe so, dass mit den Möglichkeiten, Bildung anders zu gestalten, die Institutionen in der Kommune alle aktiver werden, selber zu versuchen, sich in die Bildungslandschaft einzuschalten. Das heißt, wir werden gezwungen sein, Kooperationen aufzunehmen. Und ich finde, das meine ich aber auch nicht negativ. Wir werden gezwungen sein, Kooperationen einzugehen. Und also kann ich für mich sagen, und ich glaube für ganz viele Kollegen, das werden wir auch tun und ganz viele sind schon dabei. Herr Tippelt, was halten Sie von den Anreizen?